So, hallo. Ja, das mal wieder mit zusammen Gymnastik. Zum Dehnen. Erst drücken wir Knie nach hinten Richtung. In dieser Zeit gehen wir Po nach hinten bringen. Ja, nicht so, dann kann man nicht tief drücken. Das heißt, Po gehen wir nach hinten schieben. So. Ungefähr 20 Mal drücken. Dauer. Und jetzt danach 10 Sätzen, das heißt, Ferse noch in der Luft halten und Balance checken. Sehr genug drücken, Balance ist fallen. Ja. Okay, dabei überall die Zähne, Massagen-Message. Perfekt, ist gut. Okay, danach Tipp-Sätzen. Tipp-Sätzen zählen, jetzt mal Ferse wieder auf dem Fußboden lassen. Auch ein bisschen bewegen, zeitlich oder ein bisschen verschiedene Arten, damit euer Gefühl Balance üben können. So, nochmal strecken. So, Knie drehen. Ungefähr 20 Mal drehen, aber 10 Mal nach links, auch 10 Mal nach rechts. Oder ein bisschen wechseln ist okay. Genau, Knie drehen. Auch Hüfte drehen, auch gleich. Sehr viel Großraum drin ist gut. Jemand dreht so. So nicht, sondern eher groß. Po genug Seite kommen, Po genug hinten kommen, Po genug Seite, ja. Überall genug drin. Damit eure Flexibilität, Beinbewegung besser. Okay, verbreiten Bein, erst breit sitzen müssen. Danach tief nach unten kommen. Die Beine ist eine Bewegung, so halten. Die Kante oder Fuß, Fußboden bewegen. Aber wenn ihr schwer zum Sitzen halten, so denken nicht, dann kann man ihr meistens nicht tief kommen können. Deswegen eher zäh nach oben halten, dann besser kommen können. Und zu viel Fuß nach vorne kommen, dann oft mal umfallen. So machen nicht, sondern eher Seite. Genug Seite. Okay? Und genug breit machen. Und drücken euer Fuß, die mit Ferse, und weiter bis zum Knie drücken würde, dann bis zum Baden Fußboden treffen. Ja? Noch diese Arm nach hinten Seite mehr schieben. Dann noch tiefer drücken können, auch Po ein bisschen nach hinten bringen. Dann tiefer kommen können. Auch immer gut sitzen bleiben, so tief. So, andere Seite auch gleich. Erst einfach ein bisschen hoch machen, ist auch kein Problem. Und wenn das gut ist, ein bisschen mehr verbreitet, dann tippt es. Au, jetzt schon, was Po, was über den Berg. So, ungefähr das auch 5 bis 20 Mal über. Und Körper super niedrig machen wir wieder. Wenn ihr euer Arm vorne, was über den bringen könnt, das wäre super. Wenn ihr das nicht geht, mindestens Kopf nach unten zeigen. Ja? Und dabei, euer Oberkörper Hüfte drin geht. Nicht so, nur Arm nicht, sondern Hüfte richtig. Die Zeit, unsere Kopfkugel immer Mitte. Nicht Kopf mitbewegen hier, hier nur Hüfte drin. Ja? Okay, ungefähr auch 10, 20 Mal. Ja? Hände nach neben oder auf den Fuß, Rücken bilden, auch mit der Hand, Rücken, ja? So, oder noch fern. Ja, kann man auch üben. Auch 10 bis 20 Mal üben. So. So, unsere Zeit geht kaputt. Okay, das ist die Grundübung. Und nochmal Hüfte drehen, wäre auch super. Ellenbogen drehen. Erst klein, langsam größer und super groß. Ja, auch andersrum. Super groß, her, langsam klein. Auch Schulterkraft drauf. So, drin. Kopf drin auch. Andere Richtung. So, und Kopf nach unten ziehen und Körper rollen. Wie ein kleiner
wie heißt das, Schnecken. Und wieder zurückkommen. In diese Zeit kommen nach oben. Okay. Komm nach unten. Auch andere Seite. Einfach, oder? Okay. Kopf drehen Zeit auch. Wir können üben. Nur erst eine Richtung, eher Ohr, Schulter nahe bringen, üben können. Und dabei entspannen, langsam, langsam, locker, locker, locker. Und Oberkörper kurz, Seite kommen, Gipfel. Hände gegensatz. So, bringen genau. Andere Übung, Message auch gleich. Kopf und Schulterrichtung weiter nach unten. Auch ein bisschen verbreiten. Stellung her, auch gleich machen können. Bauch nach vorne genug bringen. Zum Beispiel, ich zeige das so seitlich. Wenn wir Knie ein bisschen beugen müssen, ja? Und Bauch super nach vorne, ein bisschen spannender. Und Kopf hinten gucken. Und echt hinten gucken, dann haben wir geschafft. Okay. Aber wenn wir das bisschen Ton, Bauch nicht viel vorne bringen, dann wird es hier fallen nach hinten. Ja? So nicht. Bitte genug Bauch nach vorne schieben und Knie ein bisschen setzen, beugen. Ja? Und dabei Kopfzer. Einfach. Hände nach vorne strecken. Genug. Wenn ich normale Strecke ist, so. Aber guck mal, das ist nicht ganz gerade. Noch ein bisschen Kraft. Hier, strecken. Und dabei drehen. Und zurück drehen. Ja? Auch nach oben strecken auch. Fast die Ellenbogen, unsere Ohrtreppenmenge. So, tipp, nach oben. Nicht so, sondern so. Ja, das ist schön. So, Hand schütteln, Füße stellen. So, das ist was wir haben beim Übung. Jedes Mal diese Bewegung gemacht. Hm? Erinnert dir, ja? Okay, jetzt hinsetzen. Die erste Bewegung. Massage geben Sie noch mal. Bevor tolle Bewegung tun. Massage. Wenn du Massage gegeben hättest, euer Fuß festhalten müssen. Aber, Meister, ich habe kurze Arme. Das ist okay. Euer Pose festhalten. Oder unten festhalten. Das ist auch kein Problem. Gut. Sehr zucker, tiefste. Und beide Hände werden gut. Und die Zeit auch Po nach hinten bringen. Dabei ihr Tipp bringen können. Unten Bauch Kraft ein bisschen locker lassen. Das ist zu viel Kraft geben, kann man nicht beugen, ja? So nicht, genau. Unten Bauch, Kraft los. Und Kopf mit. So ist schwer, Kopf mit beugen, dann einfach. Okay, tief beugen. So, die Bewegung ungefähr 10 bis 20 Sekunden. Wäre auch gut. So. Und immer linken Bein erst anfangen. Und sehr drehen. Das ist beim meisten Fuß der Leitung hilft. Auch gleichzeitig eure die Muskulatur zart entwickeln helfen können. Und Fußgelenk auch kräftig drehen. Und andere Richtung auch. Bis zum sehr gleichen Art. Okay, Fuß nach oben ziehen, den Gefühl. Und die Zeit Knie nach unten drücken. Aber in dieser Zeit schon nicht. Körper gerade halten, ja? Gerade halten, ja? Die Bewegung wäre ganz. Okay. Fuß zu halten. Nach vorne beugen. Auch. So, einfach. Auch 5 Füße. Ja, 5 Füße zu fertig, aber. Okay, 5 Füße 20 Sekunden, ja? So, der nächste Fuß in den Halter. Und nach oben strecken über. Möglicherweise nach oben genug hoch, wenn ihr Balance halten könnt. So üben wir auch gut. Ja? Wenn das schwer findet, dann eine Hand halten ist ein bisschen locker. Noch jemand schwer findet, dann unten halten ist auch okay. Aber mindestens euer Knie gerade in der Luft halten ist gut. Ja?
Auch die Bewegung auf Tim ist 20 Sekunden. So, danach die Beine, gerade oben gewesen, die Beine Knie beugen lassen. Andere Beine dahinter. So, Oberkörper, Brust Richtung Zirkel, tief beugen, Körper kraftlos. Und tief aus. Danach Hüfte drehen. Das heißt, unsere Knie Richtung linke Knie, dann links Richtung weiter drehen. Und dabei Hüfte die andere Richtung bringen. Okay, weiter drehen wir. Kommen zur Oberkörperstelle. Über Schulter hinter Brustkorb. Okay, zurückdrehen auch. Hinter Brustkorb. Okay, danach Fuß bringen nach vorne. Ungefähr 90 Grad, linker Grad halten. Po kurz in die Luft bringen her, nach vorne. So, geht das. Und weiter drehen, das ist die Überstellung. Okay. So, auch anderen Bein auch gleich machen, empfehle ich euch. Wir gehen weiter mit der nächsten Bewegung. Und die Fuß jetzt hinten bei, nach vorne gebracht. Nach vorne beugen. Auch Hüfte drehen. Ja, in dieser Zeit Körper muss stellen bleiben. So nicht. Körper gerade drehen. Und Nase vorne. Okay, gut. Auch anderen Bein auch gleiche Art üben können. So, jetzt Füße zusammen zuhalten. Schmetterlingzeit, Oberkörper gerade und dabei schütteln. Wie Schmetterling. Und tief beugen auch. Und beide tief beugen her, Schmetterling. Okay, einfach, ja? Und dann in den Muskel. Massage geben. Nach diesem Übung empfohle ich die Bewegung. Zusammen Knie und untere nach oben bringen, Kraft geben. Zum Beispiel so gehalten, jetzt Knie Kraft geben, nach innen, in die Richtung beider Kraft geben. Und wieder zurück. Noch einmal, Kraft geben. Okay. Und wir lieben Kinder, Froschbewegung. Ihr liebt das, oder? Ich sage das. So, Knie genug zur Seite halten. Und wir nach vorne fallen. Das ist normaler Froschstellung. Und wir ein bisschen entspannen, weil ein bisschen länger bleiben wollten. Ihr bitte ein Buch. So, ein Buch lesen können. Oder malen. So, einschlafen. Dann langsam entspannen lassen, das ist okay. Langsam entspannen lassen. Nach 30 Minuten aufstellen. Ist falsch. Ungefähr mindestens 30 Sekunden lang entspannen bleiben. Ja? Okay. Die gleiche Bewegung, auch umdrehen. So halten, genug Fuß nach oben ziehen. Wie Schmetterling weiter schütteln und gleich ein bisschen Massage geben. Oder Schlagmassage. Und überall Massage geben ist gut. So, fertig. Dann ein Knie nach oben ziehen. Bis zum Brust kommen, sehr gut.
Er ist oberhalb Kreis, von innen nach draus, draus nach innen, macht zwischen Knie. Okay, die Bewegung ist einfach, ja? Und die Position jetzt hinten vorlassen. Die Knie Richtung nach oben, nicht flach, sondern nach oben hinten. Und Ferse genug hoch, nicht so lassen, sondern so. Okay? Oberkörper vom erst kurz vorne gehen, wieder zurückkommen. Ja, die Bewegung mehrmal tun und etwa zehnmal. Und in dieser Zeit können hier Beuge nicht bleiben, die anderen bei der Strecke bleiben. Wie Fernsehen gucken, die Bewegung hat den Sau gut. In Korea machen viele Kinder beim Fernsehen gucken so. Okay, Fernsehen stellen, jemand. Ja? Okay, fertig. Dann Fuß von innen nach oben bringen, vor euer Gesicht vorne strecken. Die Zeit, die anderen Beine muss auf Strecken bleiben. Okay, Julie. So, gewesen. Und natürlich, die anderen Beine muss auch reich üben müssen. Dabei euer Balance bei dieser Tisch gut entwickeln. Okay, so, schöne Zeit, schöne Ferien weiter mit Corona. Tschüss.